Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Ich habe meine Star Wars Figuren aufgebaut. Also meine komplette Sammlung an Figuren. Einmal. Und die zeige ich euch jetzt wieder. Wir werden sie durchgehen. Zum Schluss werdet ihr eine Zahl bekommen, wie viele es insgesamt sind. Ihr könnt gerne am Anfang mal schätzen, aber ja. Genau, ich bedanke mich auch hier in diesem Video auf jeden Fall nochmal für die 100 Abonnenten, die wir geknackt haben. Wir sind jetzt ja über 100, weil 103 sind wir mittlerweile schon. Also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall super. Genau, und dann fangen wir jetzt einfach an. Oben rechts in der Ecke. Ich nehme euch wieder aus eurem Ständer raus. Ich glaube, da brauchen wir aber noch mal. Dann holen wir hier die Platte ein bisschen her. Hier oben rechts in der Ecke verschiedene Jedis. Obi-Wan, Anakin, Ki-Adi-Mundi, Luke, Qui-Gon, Barriss Offee und hier, ich glaube, Hera Syndulla heißt. Nee, ich weiß es gerade nicht. Die schwarze hier. Die da. Genau. Also Jedi sind auf jeden Fall zwei mehr geworden als letztes Mal. Hier haben wir meine Phase 1 Klone. 6 weiße und 2 von den Commandern. Davon sind keine mehr dazugekommen. Dann haben wir hier meine 41. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da sind welche mehr geworden. Aber das wären auch noch mehr, kann ich verraten. Dann haben wir hier 6 501. Dann haben wir ein paar Stormtrooper, verschiedene Varianten. 3 2014er. Ein Mitschaden, ein Sandtrooper. 4 von den neueren. Dann haben wir hier Snowtrooper. Einmal ein Snowtrooper Commander mit Beincape. Dann haben wir hier einmal einen alten. Und dann haben wir noch 4 von den neuen. Dann stellen wir auch. Dann haben wir hier erste Ordnung. Ist glaube ich nicht mehr geworden im Vergleich zum letzten Mal. Genau, ein. Zwei weiße, zwei Sith-Trooper, zwei Crewmitglieder. Dann haben wir hier meine Sis. Auf jeden Fall auch eine Figur mehr hier. Die da. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber nicht so schlimm. Dann haben wir hier meine Scouts. Einmal der bemockte Scout, ein normales alter Scout und ein Gunner. Dann haben wir hier meine Admirale, einmal meine gemockte Figur. Und der Typ hier hinten, der hier einmal, also meine absolute Lieblingsfigur, die wird auch so bleiben. Der da hinten, dem fehlt das Hütchen, die Käppi. Dann haben wir hier noch den hier. Und hier drüben haben wir dann einmal zwei Mimban Trooper. Wirklich sehr cool. Ich bin froh, dass ich endlich welche habe. Es hat endlich geklappt. Und hier hinten haben wir dann noch einmal meinen Agent Kallus ISB Agenten. Genau, dann gehen wir weiter hier vor. Mandalorianer hat sich nichts. Doch, der hier ist neu. Ein alter Mandalorianer habe ich. Einen alten habe ich dazu bekommen. Dann haben wir hier sonstige Wesen. Gungans kam auch nur der Captain hinzu und ein Gungan Soldier. Der andere wahrscheinlich auch, ich bin mir nicht sicher. Hatte ich schon. Geonosianer ist auch neu. Dann gehen wir hier rüben zu meiner Druidenarmee. Mit Newt Gunray davor. Das sind ein paar mehr geworden als letztes Mal. Das sind jetzt einfach 15 Kampfdruiden B1. Also ich finde das echt mega. Jetzt zeige ich euch nochmal die gesamte Platte. Genau. Dann gehen wir auch schon zur. Nehme ich die Platte einmal weg. Dann gehen wir auch schon zur anderen Platte.
Da haben wir auch noch ein paar schöne Figuren drauf. Hier haben wir einmal Air Secure, glaube ich. Ein Hoss-Rebellen. Einmal Prinzessin Leia. Also die Figur ist wirklich sehr cool. Kann man auch für Custom-Figuren benutzen. Ich habe jetzt auch schon ein paar gesehen, die mit der Figur einfach Kaminoaner gebaut haben. Den Kaminoaner-Kopf und dann diesen Torso und die Beine. Also wirklich cool. Rückenprint auch da. Also ich mag die Figur sehr. Dann haben wir hier einmal Rey ohne Gesicht. Habe ich da. Aber das ist eine Custom-Figur aktuell. Also eine selbstgebauten Figur. Dann haben wir hier Naboo Guard Officer und einen normalen Naboo Guard. Die kam jetzt auch letztens erst dazu. Mit dem grünen Speeder. Auf jeden Fall sehr cool. Und ja, endlich habe ich einen C3PO. Ja, ein Suchtruide, Attentäter-Druiden, IG-8, ein Porg, Dio, BB-8, R2 Varianten 2 und noch ein Astromech mit einer Prothese, genau. Und dann haben wir hier noch meine Weihnachtsfiguren. Einmal der 3PO. Dann haben wir hier Poe Dameron, den Mandalorianer. Darth Vader, da finde ich den Torso sehr cool. Ich brauche unbedingt noch mal so ein Torso. Ich habe da eine Idee. Genau. Das Kind, also Grogu und ja, R2 in der Weihnachtsvariante. Genau. Das waren jetzt alle meine Figuren. Leider passen die nicht auf ein Bild. Vielleicht füge ich euch hier am Ende noch ein Bild ein, wo alle Figuren mit drauf sind. Ja, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfigur hiervon ist. Ihr bekommt dann noch eine Auflösung, wie viele Figuren das insgesamt sind. Also, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.